Hallo, in diesem Video werde ich dir einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben und am Ende des Videos erkläre ich dir, warum ich dir das alles erzähle. Also es lohnt sich, dran zu bleiben und dann sage ich mal danke für dein Like und dein liebes Kommentar und vor allem auch für dein kostenfreies Abo, was du da gelassen hast. Vergiss nicht, die Glocke zu betätigen, sonst wirst du nicht informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Wichtig, ganz wichtig. Also, bis gleich. Hallo, meine Lieben, heute mal von Face to Face. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe nämlich heute ein nettes Gespräch gehabt mit dem Thomas hier aus meinem Ort und wir hatten uns darüber unterhalten, was wir so beruflich machen und er hat gesagt, ja, und zeigst du dich da auch vor der Kamera? Und dann habe ich so überlegt, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Da bin ich. Ja, ihr seht ja sonst immer nur meine hübschen Hände am Zittern und am Machen und am Tun. Ja, ich habe festgestellt, ich glaube, ich habe ADHS. Ja, also die Leute unter euch, die ADHS haben, können mir ja mal sagen, ob das jetzt schon bedenklich ist oder ob das noch unter normal fällt. Ja, also ich habe mal so um mich rumgeguckt in meiner Wohnung, ja, wie es hier so aussieht und dachte, alter Vater, also Chaos pur, ja. Es ist so in meinem Leben, ich bin so ein Mensch, der 1000 Bälle in der Luft hat, ja. Ich habe 1000 Tabs in meinem Kopf auf und so sieht es aber auch in meiner Wohnung aus. Also ich habe hier, deswegen, ich kann euch gar nicht so viel zeigen. Ich habe hier so ein schönes Fenster im Hintergrund mit meinen Blümchen dran. Guck mal, kann ich dir mal zeigen? Mit einer Lichterkette und Pflanzen und so. Schön, ne? Ja, ich liebe so einen Scheiß, ja. Ja, also, da habe ich hier so Schreibkram neben mir, Büroarbeit, Ablage sowieso, wo ich mich ewig nicht drum kümmere. Und dann habe ich da noch einen Weihnachtsstern auf meinem Tisch liegen, wo ich noch nicht weiß, wo ich den mal anbringen werde. Ich habe ihn schon mal aus dem Keller hochgeholt, warum auch immer, wir haben ja erst Oktober, ne? Und dann habe ich da ein Paket bekommen, da liegt alles noch so da, wie ich es halt ausgepackt habe. Und ja, von heute Morgen und von gestern Abend steht auch noch so Tassen und Gläser und so und Besteck und so ein Zeug da. Das steht auch noch eine Weile und wartet auf die Dinge, die da nicht geschehen. Dann habe ich da auf der Couch einen Ordner offen, weil ich da gerade was abarbeite. Punkto Persönlichkeitsentwicklung, ja, also man bildet sich ja immer weiter. Und ja, meine Sachen von heute Morgen vom Lauf, die liegen ja auch noch vor kreuz und quer. Meine Jacke habe ich auch noch nicht angehangen und ein Buch, was ich lesen will. Schon seit Wochen liegt das da ganz demonstrativ und schuldzuweisend auf dem Couchtisch. Das Laptop steht aufgeschlagen und ist auch schon an, weil ich da unbedingt was nachschlagen wollte, was gucken wollte, was lesen wollte. Den Drucker habe ich eingemacht, weil ich was ausdrucken wollte. Auf dem Tisch in der Küche da oder Essbereich, da habe ich mich heute Morgen noch mit meinem eigenen Human Design Chart beschäftigt, weil mir da was eingefallen ist. Das liegt auch noch alles so da, das habe ich auch noch nicht weggeräumt. Also, ich weiß nicht. Heute hätte ich meinen Kaffee anbrennen lassen auf dem Herd, weil ich habe mir, ach, das ist so typisch, ne? Ich habe mir einen Kaffee gemacht und dann ist mir eingefallen, der Hund müsste mal raus. Also habe ich mir einen Kaffee aufgegossen und bin natürlich rausgegangen mit dem Hund. 2 Stunden später nach Hause gekommen. Da war doch noch was. Achso, zwischendurch habe ich ein nettes Gespräch mit Thomas geführt. Der war mit seinen Kindern auf dem Spielplatz. Ja. Und dann, als ich zu Hause ankam, war der Kaffee kalt. Okay. Habe ich den jetzt auf dem Herd wieder warm gemacht. Aber ist er mir fast angebrannt, weil ich währenddessen im Badezimmer war und mich frisch gemacht habe. Ja. Ist das noch normal oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, klein Buddy geht's gut. Wer sich da so dran da erkundigt hat oder so, der ist putzmunter. Der schläft. Deswegen schnarcht er. Und wenn er nicht schläft, dann pupst er. Wer französische Bulldoggen hat, weiß das. Auch so ein Ding. Ich habe gedacht, wir werden diesmal von verschont. Nein, das ist doch nicht so. Aber der frisst ja auch alles. Die fressen wirklich alles. Kann man denen nicht sowas wie so ein Corona-Schild vorne ran machen? Ich weiß auch nicht. Ich habe ihm aber jetzt beigebracht, dass Kacke auf jeden Fall nicht gefressen wird. Das funktioniert schon mal.
Da will er mal ein Leckerli für haben. Weil er schnuppert dran, das darf er ja noch. Ist ja menschlich, ne? Ja. So, ihr Lieben, dann werde ich mich jetzt mal ranmachen. Ich weiß auch nicht, ob ich es diesen Monat noch schaffe mit den Monatslegungen für November. Vielleicht fange ich an und mache dann was anderes. Mal gucken. Ja, so, weil wisst ihr mal, wie das so in meinem Leben hier läuft. Ich habe auch schon meine Sportsachen an, weil ich heute eigentlich den ganzen Tag schon vorhabe. Hier, Megamarsch bei Nacht in Hamburg. Ja, ist schon eine Weile her, aber ich war dabei. Ja, ich wollte eigentlich Sport machen. Hier steht es. Gutes Stück, ja. Der Crossi, der wartet immer darauf. Aber ja, habe ich heute noch nicht geschafft. Mal gucken, ob ich das auch noch eingebaut kriege hier heute. Ja. Ja, und das ist so absolut typisch für manifestierende Generatoren. Ja, also wenn du noch nichts davon gehört hast, das ist ein Typ aus dem Human Design. Das gibt Auskunft darüber, was du für ein Typus bist, was so deine Eigenarten sind. Ja, und meine Eigenart ist es eben, dass ich viele Tabs offen habe, dass ich viele Projekte gleichzeitig bedienen kann. Und ich brauche das auch. Ich brauche diesen Abwechslungsreichtum. Und was eben auch ganz typisch ist, ist, dass ich immer die schnelle Lösung suche, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, lange drumrum zu labern oder lange auszuschweifen, sondern immer on point und den kürzesten Weg suche ich. Und das halt auch für alle meine Kunden. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir den direkten und schnellsten Weg zu einer Lösung finden. Was ich auch gar nicht leiden kann, ist, dass mir, wenn mir jemand sagt, wie ich, wann und wo ich was zu tun hätte und schon gar nicht, was die Lösung ist. Also ich brauche eher immer jemanden, der mich inspiriert, mir die richtigen Fragen stellt, so dass ich selber drauf komme. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Das sind so typische Eigenschaften und ich muss sagen, es war für mich unglaublich erleichternd zu wissen, dass das normal ist, dass das so mein normales Sein ist und ich damit nicht falsch oder kaputt bin oder so, ja. Wie gesagt, es artet manchmal ein bisschen aus, so dass man sagen könnte, okay, hat sie jetzt ADHS, aber ich glaube, dass das einfach zeigt, was eben meine Stärke ist, dass ich eben viele Dinge parallel tun kann. Ich bin auch ein Mensch, der mehrere Ausbildungen gleichzeitig durchzieht und so und damit auch ganz gut fahre. Allerdings es leidet dann natürlich manchmal auch etwas darunter. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht übernehme. Das ist so ein Ding. Obwohl mir eigentlich immer viel Kraft zur Verfügung steht, aber die Angst, oder nicht die Angst, sondern die Gefahr besteht dennoch da drin, weil man eben so ein Machertyp ist, weil man immer für alle anderen auch da ist und eher so die Dinge gut stemmt, dass man so denkt, man ist unkaputtbar. Ne? Und so kam es eben auch, dass ich letztes Jahr im August 23 einen körperlichen und mentalen Burnout hatte. Also mein Brain hat gesagt, no, nope, hier geht gar nichts mehr. Da habe ich ja jetzt fast ein Jahr gebraucht, auch mich davon zu erholen. Hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich eigentlich immer dachte, ja, ich bin so ein Mensch, mich haut so schnell nichts um. Ja, ich habe schon einige Momente in meinem Leben erlebt, die heartbroken waren, ganz schlimm für mich, aber ich habe es irgendwie hingekriegt und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schlussendlich den Burnout hatte, ging es mir allerdings an meine Existenz, also auch körperlich gesehen. Massive Angst eben vor, ja, vor, wie nennt man das? Bedrohung. Also es waren Situationen im Straßenverkehr gewesen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass mein System dann zusammengestürzt ist, weil ich die Situation überhaupt nicht kontrollieren konnte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding von mir oder von generell manifestierenden Generatoren oder Generatoren, dass sie immer die Kontrolle haben wollen über alles und dass es aber eben zu akzeptieren gilt, dass man nicht für alles und jeden verantwortlich sein kann und auch nicht die Welt retten kann und die Welt sich trotzdem weiter drehen wird. Und das zu akzeptieren ist manchmal gar nicht so einfach, ja. Ja, einen kleinen Abriss aus meinem Leben.
Und wenn dich das mehr interessiert, ja, was dein Typus ist oder was das Ganze so mit sich auf sich hat, was dir das bringen kann für deine Karriere, deine Berufung oder deinen persönlichen Weg einfach, dann komm doch gerne mit rüber in die Community zu Membado, die Elevation Ladies Business Club Community, wo wir Frauen, die einfach mehr vom Leben wollen, sich treffen, auch Frauen, die ein Business haben. Und dort möchte ich mit euch in Austausch gehen und schauen, wie wir quasi unsere persönlichen Qualitäten besser für uns und für unser Business Baby nutzen können, um persönlich daran zu wachsen und natürlich auch unser Business ins Wachstum zu bringen. Denn das hat ganz viel immer was mit persönlicher Weiterentwicklung auch zu tun. Ne? Da stoßen wir immer wieder an Grenzen im Denken, in den Glaubenssätzen. Und man ist stark gefordert, aus seiner Komfortzone zu kommen. Und jedes Mal, wenn es bei dir stagniert, dann darfst du halt in dir drinne schauen. Und das fällt aber immer schwer, wenn man alleine ist. Und deswegen habe ich diese Community gegründet. Also ich freue mich, wenn du mit rüberkommst. Und den Link findest du unterhalb des Videos. Und ansonsten, falls du eine persönliche Beratung oder eine Legung von mir haben möchtest, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an mail@lumimassage-arndt.de. Das ist momentan noch die aktuelle E-Mail-Adresse. Und ja, ich gebe auch die Lumi-Massage, falls du ja aus dem Raum Berlin-Potsdam kommst. Bist du herzlich willkommen. Schau gerne auf meiner Internetseite. Lumimassage-arndt.de kannst du gerne schnuppern und dich dadurch lesen, was ich alles anbiete. Vielleicht ist da was für dich dabei. Freue mich, dich kennenzulernen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.